Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In den letzten drei Predigten haben wir uns mit der Welt der Engel befasst. Und wir hatten auch bereits schon einiges gelernt über den Dienst, den die Engel den Menschen gegenüber versehen, ganz besonders den Menschen gegenüber, die zum Heil berufen sind in unserer heutigen Zeit. Und wir hatten bereits gesehen, dass es Schutzengel gibt, die uns vor physischem Schaden bewahren können. Eine weitere Aufgabe der Engel besteht darin, den Heiligen, die also zum Heil berufen sind, dabei zu helfen, das Heil zu erlangen. Wir finden dies bereits schon im Alten Testament bestätigt, dass vielfach Gott seine Engel benutzt hat, um den Menschen geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Zum Beispiel lesen wir eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte im 7. Kapitel. In der Apostelgeschichte im 7. Kapitel und lesen wir Vers 53, eine Aussage des Stephanus, der erste christliche Märtyrer, der ja dann gesteinigt wurde. Und er gibt diese Verteidigungsrede sozusagen denjenigen, die ihn anklagten. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte 7 und in Vers 53: Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Dieses Gesetz allerdings, von dem er hier spricht, sind nicht die 10 Gebote, wie wir noch sehen werden, sondern es handelt sich hier um das sogenannte Ritualgesetz, das Opfergesetz, andere Rituale. Und diese wurden in der Tat den Israeliten damals durch Engel vermittelt. Schauen wir uns auch Hebräer Kapitel 2 an. Hebräer Kapitel 2. Und lesen wir auch Vers 2. Hebräer Kapitel 2 und Vers 2. Es heißt, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, und es geht hier wiederum um die Übertretung oder den Ungehorsam des Ritualgesetzes, wie wollen wir entrinnen, sagt er nun, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Es geht also hier jetzt wiederum um eine andere Position, aber die Engel waren anwesend, als das Ritualgesetz verkündigt wurde. Es wurde ihnen, den Israeliten, durch die Weisung der Engel gegeben. Wir finden eine weitere Stelle im Galaterbrief, im 3. Kapitel. Eine Stelle, die allerdings sehr häufig missverstanden wird, weil die Menschen nicht verstehen, die die Bibel lesen, dass wenn die Rede vom Gesetz ist, man immer den Zusammenhang sehen muss, um zu erkennen, um was für ein Gesetz es sich eigentlich handelt. Und so lesen wir hier im Galaterbrief Kapitel 3 und in Vers 19, Galater Kapitel 3 und in Vers 19, was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Schauen Sie, es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Es kann also nicht um das geistliche Gesetz der 10 Gebote gehen, denn Sünde ist ja die Übertretung des Gesetzes. Also Sünde war vorhanden und nun wurde ein Gesetz hinzugefügt. Es handelt sich hierbei um das Ritualgesetz. Es geht hier, es ist hinzugekommen um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Also auch hier wiederum wird davon gesprochen, dass Engel dieses Ritualgesetz den Israeliten übermittelt haben. Nun, das gilt nicht für die 10 Gebote. Schauen wir uns an im 2. Buch Mose Kapitel 20, was über die Verkündigung der 10 Gebote gesagt ist. 2. Mose Kapitel 20 und in Vers 1. Da heißt es nämlich schlicht und ergreifend: Und Gott redete alle diese Worte. Und dann werden die 10 Gebote aufgeführt. Also die 10 Gebote wurden direkt von Gott gesprochen und an die Israeliten durch Mose gegeben, nicht von Engeln. Und wir finden dies auch bestätigt im 5. Buch Mose, Kapitel 5 und die Verse 4 und 5. 5. Buch Mose, Kapitel 5 und die Verse 4 und 5. Und hier wird es ganz deutlich gesagt, dass es Gott war, der die 10 Gebote verkündigte. Hier sagt nämlich Mose zu den Israeliten: Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. Und ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Wort zu verkündigen, denn er fürchtete euch vor dem Feuer und ging nicht auf den Berg.
Und er sprach, und dann werden wiederum die 10 Gebote niedergeschrieben. Aber auch als Gott die 10 Gebote, das geistliche Gesetz, den Israeliten verkündigte, wurde er von Engeln begleitet. Wir finden dies im 5. Buch Mose Kapitel 33 und Vers 2. Und diese Stelle ist ein wenig unglücklich, ungenau in der Lutherbibel übersetzt, so werde ich Ihnen dies jetzt einmal aus der Mengebibel vorlesen. 5. Buch Mose Kapitel 33 und Vers 2. Da heißt es, er sprach damals, der Herr kam vom Sinai her und erschien seinem Volk von Seir her in strahlendem Glanz. Er ließ sein Licht vom Gebirge Paran leuchten und kam aus der Mitte heiliger 10.000 Scharen. Zu seiner Rechten war loderndes Feuer für sie. Diese Zehntausende von heiligen Scharen waren natürlich die Engel, von denen wir bereits ja vielfach gelesen haben. Später, als Jesus Christus geboren wurde, finden wir auch wieder die Rolle der Engel beschrieben. Denn hier lesen wir eine interessante Stelle im Lukas-Bericht, in Lukas Kapitel 2. Und lesen wir die Verse 9 und 13. Lukas Kapitel 2 und die Verse 9 und 13. Da heißt es zunächst einmal in Vers 9. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Das sind also die Hirten, die ihre Schafe auf der Weide eben hatten. Der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und dann lesen wir in Vers 13. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Scharen oder Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens oder bei den Menschen, die guten Willens sind. Also hier werden viele Engel beschrieben, die damals im Zeitpunkt der Geburt Christi den Hirten erschienen. Natürlich ist die Geburt Christi absolute Voraussetzung dafür, dass wir unser Heil erlangen können. Und wir sehen, wie die Engel darüber jubilierten, dass jetzt der Weg eröffnet werden würde, um die Menschen zum Heil zu bringen. Auch lesen wir in der Apostelgeschichte eine weitere interessante Begebenheit, wie ein Engel ganz spezifisch daran teilnimmt, dass jemand getauft werden kann. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Und lesen wir angefangen in Vers 26. Apostelgeschichte 8, angefangen in Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und wenn wir dann weiterlesen, dann stellen wir fest, dass eben der Philippus nun diesem Kämmerer die Stelle richtig auslegt, und dann wird sogar berichtet, dass der Kämmerer sich dann noch taufen lässt auf seinem Weg mit Philippus zusammen. Also wir sehen, wie der Engel zunächst einmal dies alles in die Wege geleitet hat, indem er Philippus sagte, er solle auf diese Straße gehen, um dort jemanden zu finden. Wir finden auch eine weitere interessante Parallelstelle hierzu, vielleicht ein weiteres Ereignis, in Apostelgeschichte 10. Der berühmte Bericht über den Hauptmann Cornelius und wie er durch Petrus getauft wurde, der erste nicht Jude, also der erste Heide sozusagen, der getauft wurde. Damals gab es ja diese Kontroverse noch in der frühen Kirche, wer überhaupt Einlass finden könnte in die Kirche. Aber schauen wir nun in Apostelgeschichte 10, angefangen Vers 3, was geschah. Der Petrus, der lebte woanders, aber hier finden wir zunächst einmal den Bericht über Cornelius. Der hatte eine Erscheinung, Apostelgeschichte 10 und Vers 3, um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an und erschrak. Also dieser Engel hatte nicht unbedingt die normale Gestalt eines Menschen, wie auch wir gesehen hatten, wie die Hirten erschraken, als der Engel des Herrn ihnen erschien. Er sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Und er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon,
mit dem Beinamen Petrus, und er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Und wenn wir dann weiter die Stelle lesen, dann finden wir natürlich, dass der Petrus eine Vision hatte. Er wurde jetzt auf diesen Besuch vorbereitet. Er ging dann nach Cornelius Haus und hat ihn dann dort getauft. Ihn und sein ganzes Haus. Wir sehen also hier auch wiederum, wie ein Engel daran beteiligt war, dass jemand zur Taufe geführt wurde, eine unabdingbare Voraussetzung, um das Heil erlangen zu können. Engel sind keine mechanischen Roboter, die keine Gefühle hätten, sondern Engel haben sehr wohl Emotionen und sie freuen sich darüber, wenn jemand zur Reue findet, wenn jemand dazu gebracht wird, sich taufen zu lassen, den Heiligen Geist erlangen zu können. Und so lesen wir dies in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15 und in Vers 10. Und wir können jetzt diese Stelle vielleicht besser verstehen, wenn wir erkennen, dass die Engel sogar ganz aktiv beteiligt sind an unserem Weg zum Heil. Lukas Kapitel 15 und Vers 10. Hier sagt Christus nämlich, ich sage euch, es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut oder der bereut. Also die Engel Gottes freuen sich darüber, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch bereut, wenn ein Mensch sich ändert und wenn er zu Gott findet. Im 1. Korintherbrief finden wir eine weitere Andeutung auf die Rolle der Engel im Hinblick auf unseren Weg zum Heil. Im 1. Korinther Kapitel 4 und in Vers 9. 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 9. Zunächst einmal lese ich dies aus der Luther-Übersetzung vor. Da heißt es, dass Paulus sagt, ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Nun, warum bezieht er sich hier auf Engel? Und was ist mit dem Schauspiel gemeint? Das griechische Wort ist Theatron, von dem unser deutsches Wort Theater abgeleitet ist. Dieses gleiche Wort wird, und das können Sie sich nachher anschauen, in Apostelgeschichte 19 und Vers 29 gebraucht und mit Theater übersetzt. Paulus beschreibt sich hier als in einem Theater. Er beschreibt sich als jemand, der eine Rolle spielt, und er beschreibt die Menschen und die Engel als Zuschauer. Die Menschen möglicherweise, um zu spotten, die Engel aber mit einem Interesse daran, dass Paulus es schaffen würde, ins Reich Gottes gelangen zu können. Eine interessante Analogie, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Eine Analogie, die wir uns auch überlegen sollten, dass wir in der Tat von Engeln beobachtet werden, die genau sehen wollen, wie wir uns verhalten in unserem täglichen Leben. In 1. Timotheus Kapitel 5 finden wir eine weitere interessante Stelle. 1. Timotheus Kapitel 5 und in Vers 21. 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 21. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne Vorteil und niemandem begünstigst. Also der Paulus gibt hier Anweisungen an Timotheus, wie er sich als Evangelist verhalten soll. Und er sagt, ich ermahne dich inständig vor Gott, dem Vater, und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Interessant ist, dass er nicht hier den Heiligen Geist erwähnt, weil der Heilige Geist, wie wir ja wissen, keine Person ist. Aber er spricht hier von den auserwählten Engeln. Nun, er sagt nicht unbedingt mehr hierüber in dieser Stelle, aber es ist durchaus möglich, dass es sich hierbei um die Engel handelt, die uns ganz spezifisch beobachten, um zu sehen, wie wir uns in unserem täglichen Leben verhalten. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 1, dass es Engel gibt, die ganz spezifisch dazu ausersehen sind, über die Kirche zu wachen.
Offenbarung Kapitel 1 und Vers 20. Da sieht Johannes in einer Vision Jesus Christus und er hat 7 Sterne und 7 Leuchter. Und hier wird erklärt, was mit dieser Vision gemeint ist. Das heißt, das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Also 7 Gemeinden der Kirche Gottes. Und hier sind Engel erwähnt, die scheinbar über diese Gemeinden ganz spezifisch Wache halten. Der Einfluss, den die Engel auf uns haben, die wir uns auf dem Wege zum Heil befinden, der wird natürlich seinen Höhepunkt erreichen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Schauen wir uns einmal dies in Matthäus Kapitel 24 an, was hier über die Rolle der Engel beschrieben steht. Matthäus Kapitel 24, angefangen Vers 30. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 30, da heißt es hier: Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also diese Auserwählten werden von den Engeln zu Jesus Christus gebracht werden. Warum? Zu welchem Zweck? Nun schauen wir uns dies in Matthäus 16 an und in Vers 27. Hier wird nämlich etwas mehr noch gesagt, warum die Auserwählten, die ja dein Geistwesen sein werden, denn wenn Jesus Christus zurückkommt, werden sie ja, wie es heißt, im selben Augenblick in Geist verwandelt. Und die werden dann trotzdem von den Engeln zu Christus gebracht. Warum? Matthäus Kapitel 16 und Vers 27. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Mit anderen Worten, er wird den Auserwählten ihren Lohn geben. Und wir finden ja viele Stellen, wo gesagt wird, dass wir belohnt werden aufgrund unserer Werke, wie wir uns in unserem Leben verhalten. Und diejenigen, die sich zum Beispiel gut verhalten haben, die können über 10 Städte herrschen, andere können nur über 5 Städte herrschen und so weiter. Nun, der sich überhaupt nicht bemüht, sich dem Lebensweg Gottes anzupassen, der sich weigert zu überwinden, der wird über gar keine Stadt herrschen, der wird noch nicht einmal im Reich Gottes sein. In Lukas Kapitel 12 und in Vers 8. Lukas Kapitel 12 und Vers 8. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes, die die Auserwählten zu Christus bringen werden, wenn er zurückkommt. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Da wird Christus sagen, ich habe dich nie gekannt, weiche von mir, der du das Gesetz übertretest und übertrittst. Wir hatten aber gelesen, dass die Engel ausgesandt sind, um uns zu dienen, die wir das Heil erlangen sollen. Und zu diesem Dienst gehört auch die Tatsache, das wäre jetzt der dritte Punkt, dass uns Engel in physischer Hinsicht auf einen richtigen Weg führen. Nicht nur in geistlicher Hinsicht, nicht nur, dass sie uns beschützen, sondern dass sie uns auch den richtigen Weg in physischer Hinsicht zeigen. Und wir lesen einige Beispiele, wo dies in der Tat geschehen ist, wie zum Beispiel Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2, die Verse 19 bis 20. Der Josef, die Maria, das Christuskind sind ja nach Ägypten geflohen damals, weil ja eben die Gefahr bestand, dass Christus getötet werden würde. Und so lesen wir jetzt aber in Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe hin in das Land Israel, sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Also hier sehen wir, dass dieser Engel
dem Josef Anweisungen gibt und sagt, jetzt kannst du zurück nach Israel ziehen, denn die, die Christus töten wollten, die sind jetzt selber tot. Wir finden noch eine weitere interessante Stelle, wie ein Engel daran beteiligt war, dass der Knecht des Abraham, der ausgesandt wurde, um für Abrahams Sohn eine Frau zu finden, wie das alles erfolgreich sich gestaltet hat. Und zwar finden wir dies in 1. Mose Kapitel 24. 1. Mose Kapitel 24 und in Vers 40. 1. Mose Kapitel 24 und Vers 40. Da sprach er zu mir, das ist jetzt der Abraham, der spricht zu dem Knecht, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben, dass du meinem Sohn eine Frau nehmest von meiner Verwandtschaft und meines Vaters Hause. Und wenn Sie dann die Stelle natürlich weiterlesen, die ganze Geschichte, dann wissen Sie, wie das alles dann letztendlich sich entwickelt hat. Aber hier ist wiederum die Aussage des Abraham, der davon überzeugt war, dass ein Engel den Knecht leiten würde, zu der richtigen Stelle leiten würde, wo dann eine Verwandte aus dem Hause Abrahams gegenwärtig sein würde, die dann letztendlich den Sohn Isaak heiraten würde. Und genauso ist es ja auch gekommen. Die Führung der Engel in physischer Hinsicht kann sich auch sogar darauf beziehen, dass wir physische Nahrung erhalten. Und das mag vielleicht ein wenig überraschend klingen, aber gleichwohl sagt uns die Bibel deutlich, dass dies in mehreren Fällen geschehen ist. Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4. Da lesen wir ja darüber, dass Christus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat, um den Versuchungen des Teufels begegnen zu können. Und er hat es ja auch erfolgreich dann getan. Und da lesen wir etwas Interessantes in Matthäus Kapitel 4 und in Vers 11. Nachdem der Teufel sich von Christus abwenden musste, weil er nicht in der Lage war, ihn zur Sünde zu versuchen, da lesen wir, da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Nun, wie haben sie ihm gedient? Offensichtlich dadurch, dass sie ihm Nahrung zugestellt haben, denn letztendlich hatte er für 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen. Und er hungerte natürlich, wie die Bibel sagt, und er dürstete. Also hier verschafften die Engel ihm Nahrung. Aber das ist nicht die einzige Stelle, die dies behandelt. Da gibt es nämlich noch eine andere, sehr interessante Stelle, im 1. Buch Könige, Kapitel 19. 1. Buch Könige, Kapitel 19. Und lesen wir angefangen in Vers 5. Das ist der Elia. Der war sehr deprimiert. Der hatte für Gott gestritten, aber hatte gemeint, es sei alles vergeblich. Und er ist jetzt weggelaufen, geflohen. Denn die Königin, die trachtete ihm nach seinem Leben. Vers 5, er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, stehe auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis hin zum Berge Gottes, dem Horeb. Offensichtlich hat hier ein Engel dem Elia physische Nahrung gebracht. Schauen Sie, für Gott ist nichts unmöglich. Glauben Sie, dass so etwas heute möglich sei? Nun, Gott ist derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Und wenn es Gott für richtig erachten würde, dann würde so etwas geschehen können. In den meisten Fällen auf eine Weise, die wir vielleicht gar nicht verstehen. Aber wir sollten nie vermuten, dass Engel da keinerlei Rolle spielen, wenn vielleicht auf übernatürliche Weise, unerklärbare Weise, wir eine Arbeit erhalten oder eine andere Gelegenheit erhalten, andere vielleicht uns etwas geben, womit wir nicht gerechnet hatten, denken wir immer daran, dass Gott und seine Engel uns beobachten und wollen, dass wir es ins Reich Gottes schaffen, wenn wir zum Heil berufen sind. Es gibt noch eine weitere Stelle in Johannes, im Johannesevangelium, im Johannesbericht, wo sogar davon die Rede ist, dass ein Engel bei unserer physischen Heilung mitwirken kann. Ich möchte dies im Johannes Kapitel 5 vorlesen, und zwar wiederum aus der Menge Bibel. Johannes Kapitel 5,
die Verse 2 bis 4. Johannes Kapitel 5 und die Verse 2 bis 4. Nun liegt in Jerusalem am Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und 5 Hallen hat. In diesen lagen Kranke in großer Zahl, Blinde, Lahme und Schwindsüchtige, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel des Herrn stieg nämlich von Zeit zu Zeit in den Teich hinab und setzte das Wasser in Bewegung. Wer dann nach der Bewegung oder nach dem Aufwallen des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, gleich viel mit welchen Leiden er behaftet war. Und dann wird weiter davon berichtet, dass hier ein Mann war, der sich nicht zu dem Wasser begeben konnte, und Christus kam, ihn zu heilen. Nun, einige sagen, diese Stelle mit dem Engel, die ist so nachher hinzugefügt worden, die sei nicht in den ursprünglichen Texten, aber diese Auffassung ist verkehrt. Die befindet sich in der Tat in den ursprünglichen Texten der Bibel. Und wie gesagt, die Mengebibel hat es hier auch im Text behandelt. Die Lutherbibel hat es, glaube ich, in einer Anmerkung hinzugefügt. Auch hier zeigt es sich, dass Engel sogar bei unserer physischen Heilung beteiligt sein können, denn die ist ja notwendig, wenn wir sonst es nicht schaffen würden, vielleicht aufgrund von Entmutigung oder anderer Beweggründe, uns ins Reich Gottes zu bewegen oder dorthin zu bewegen. Nun, als vierte interessante Dienstleistung, die laut Bibel in der Engelwelt besteht, ist die Tatsache, dass Gottes Engel uns Ermutigung und Stärke geben können. Ich möchte dies wiederholen. Gottes Engel können uns Ermutigung und Stärke geben. In gewisser Weise geschah es ja bereits schon im Hinblick auf Elia, dadurch, dass er eben diese Speise erhielt, eine scheinbar übernatürliche Speise, die ihn befähigte, 40 Tage und 40 Nächte lang zu gehen. Aber es geht hier auch noch um andere Ermutigung und Stärke in rein psychologischer Hinsicht. Schauen Sie, Jesus Christus, wie wir das bereits öfters gesehen haben, war ja Gott. Ein Gottwesen, bevor er ein Mensch wurde. Aber er wurde dann total und völlig ein Mensch. Er wurde Fleisch. Er war ein Mensch wie Sie und ich. Und von daher hat er auch menschliche Bedürfnisse und menschliche Charakteristika. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 22, dass Jesus natürlich von seiner menschlichen Warte her gesehen keineswegs durch die schrecklichen Qualen und Schmerzen gehen wollte, die ja die Kreuzigung, die Verhaftung, die Verurteilung, all dies, die Marterung mit sich bringen würde. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 22, angefangen Vers 42, wie er im Garten Gethsemane Gott darum flehte, vielleicht ihn doch davor zu bewahren, durch diese Martern, durch diese Qualen gehen zu müssen. Aber er verstand natürlich dann doch, dass dies letztlich der einzige Weg war. Vers 41 angefangen, der riss sich von den Jüngern los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach, Vers 42, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Schauen Sie, was nun geschieht. Und es erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Auch hier wird manchmal gesagt, dass diese Stelle sich nicht im Urtext befindet. Auch dies ist eine verkehrte Auffassung. Sie befindet sich sehr wohl darin und sie ist sehr wichtig zu verstehen. Gott sendete und sandte einen Engel vom Himmel, um Christus psychologisch zu stärken. Und auch das kann durchaus uns gegenüber erfolgen. Wir finden eine weitere Stelle in Apostelgeschichte 27, wo wiederum etwas Ähnliches geschieht. Hier wird davon berichtet, der Paulus, der war gefangen genommen, die Soldaten auf dem Schiff, die brachten ihn nach Rom. Aber auf der Fahrt dorthin gab es einen gewaltigen Wirbelsturm, einen Orkan. Und alle hatten bereits schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie überhaupt diesen Sturm überleben würden. Und nun lesen wir in Apostelgeschichte 27, angefangen in Vers 22, dass Paulus denen allen Folgendes sagt. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Offensichtlich hatte Paulus für das Wohlergehen aller auf dem Schiff gebeten. Und gebetet, obwohl das seine Häscher waren, die ihn zu dem Kaiser in Rom führen würden.
Darum, liebe Männer, Vers 25, seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen, und wenn man das so weiterliest, dann sehen wir, dass das auch genau dann der Fall war. Also hier sandte Gott dem Paulus im Traum einen Engel, der ihm Ermutigung gab, der ihm Kraft gab, psychologisch gesehen, der ihm versicherte, dass er und alle die, die auf dem Schiff waren, überleben würden. Und Paulus glaubte dieser Vision, dieser Erklärung. Und er glaubte auch daran, dass ein Engel Gottes daran beteiligt war, dass sie eben am Leben bleiben würden. Ein weiterer Dienst, den die Engel denen versehen, die zum Heil berufen sind, liegt darin, und das mag vielleicht etwas sonderbar klingen zunächst einmal, er liegt darin, dass Engel ungehorsame, ungerechte Menschen bestrafen. Schauen Sie, Gott sagt, die Rache ist mein. Ihr sollt euch nicht selbst rächen. Aber die Tatsache, dass wir uns nicht rächen sollen an denen, die uns Unrecht tun, besagt nicht, dass Gott nicht irgendwie an denen handelt. Und vielfach handelt Gott an denen durch seine Engel. Und wir finden viele Stellen in der Bibel, die uns dies zeigen. Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 13. Denn wenn Christus zurückkommt, wird nicht nur den Gerechten der Lohn gegeben werden. Christus wird nicht nur die Engel aussenden, um die Gerechten, die Auserwählten zu ihm zu bringen. Noch mehr wird geschehen. Matthäus Kapitel 13, angefangen Vers 41. Matthäus Kapitel 13, angefangen Vers 41. Und natürlich, wenn man das heute so sagt, die Tatsache, dass Gott straft, dann machen sich sogenannte Christen darüber lächerlich oder werden sogar erbost darüber, denn Gott ist ja ein Gott der Liebe und er kann ja nicht strafen. Es zeigt nur den totalen Unverstand dieser Menschen, die absolut keine Ahnung haben von dem wahren Charakter Gottes. Es heißt hier in Matthäus Kapitel 13, Vers 41, der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun. Und die werden sie in den Feuerofen werfen. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und diejenigen, die meinen, dass Gott nicht straft für ihr Unrecht, die werden sich sehr schön verwundern, wenn es geschieht. Aber schauen Sie, es wird durch Engel geschehen, die die Ungerechten aus dem Reich sammeln werden, die also nicht zulassen werden, dass die ins Reich Gottes gelangen. Wir lesen dann auch weiter in Vers 49 im gleichen Kapitel. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Und die werden sie in den Feuerofen werfen. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und dann fragt er hier, habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Verstehen wir heute, was Christus uns sagt? Und sagen auch wir manchmal vorschnell, ja. Aber wir ändern uns nicht. Wir sehen nicht zu, dass wir zu den Gerechten gehören, sodass wir nicht in den Feuerofen geworfen werden, wenn Christus zurückkommt. Wir finden eine weitere Stelle, die von der Bestrafung der Ungerechten spricht. Auch der Ungerechten, die den Gerechten gegenüber Unrecht tun und die Gerechten verfolgen. Die Strafe wird erfolgen, nicht durch die Gerechten, schauen Sie, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber Gott lässt sich seiner nicht spotten. Und was der Mensch sät, das wird er ernten. Im 2. Thessalonicher Brief. Es ist erstaunlich, wie verwirrend und wie verwirrt viele, die sich zum Christentum bekennen, doch sind und die einfach nichts begreifen von dem, was die Bibel sagt. Letztens schrieb mir jeder, ich sei also arrogant und voreingenommen, weil ich solche Dinge von mir gebe. Und ja, sie können dann halt Gott arrogant und voreingenommen nennen, denn er hat es hier in der Bibel so geschrieben. Schauen wir uns dies an. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, angefangen Vers 6. 2. Thessalonicher, Kapitel 1 und Vers 6. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, vom Angesicht des Herrn her
und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage, denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Glauben wir das heute, dass Jesus Christus kommen wird und durch seine herrlichen Engel Vergeltung üben wird an denen, die die Heiligen bedrängen? Die Bibel sagt es uns deutlich. Und schauen wir auch wieder, wie eine Funktion und was für eine Funktion die Engel haben werden bei dieser Bestrafung. Aber Engel warten nicht nur und müssen nicht nur warten bis zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, um Ungerechte und Sünder zu bestrafen. Die Bibel zeigt uns durchweg, dass dies auch bereits in der Vergangenheit schon geschehen ist und auch heute geschehen kann und auch noch bis hin zur Wiederkunft Christi geschehen wird. Eine interessante Stelle finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 12. Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 21 bis 24. Apostelgeschichte 12, angefangen Vers 21. An einem festgesetzten Tage legte Herodes, das ist nicht der gleiche Herodes, der damals die Kinder getötet hat, und auch noch nicht einmal der Herodes, der dann lebte, als Maria und Josef aus Ägypten zurückkamen, aber einer aus der Familie des Herodes. An einem festgesetzten Tage legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Vielfach haben sich ja Herrscher sogar als Gott ausgegeben. Und es wird noch einen künftigen falschen Propheten geben, der auch von sich sagen wird, er sei Gott. Aber schauen wir, dass Gott sich da auch seiner nicht spotten lässt. Das heißt nämlich hier, alsbald oder sofort schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Schauen Sie, die riefen ihm zu, das ist die Stimme Gottes. Er hätte das wehren müssen. Er hätte das nicht zulassen dürfen, aber er hat es nicht getan. Er gab also dadurch Gott nicht die Ehre und wurde dafür bestraft. Und durch diesen Engel des Herrn wurde er bestraft. Das heißt, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Also dieser Engel hat jetzt in der Tat eine physische Strafe in der Weise bewirkt, dass scheinbar hier eine Krankheit erfolgte, dass also da jetzt Würmer entstanden sind, die ihn jetzt zerfraßen. Und er gab seinen Geist auf und starb. Hier wird also ein Sünder, ein Ungerechter von einem Engel Gottes bestraft. Wir finden auch einen weiteren interessanten Bericht im zweiten Buch Könige, Kapitel 19. Es geht hier um die Feinde Israels, die ausgezogen waren, das alttestamentliche Israel zu vernichten. Und Gott nahm sich der Israeliten an. Und zwar auf interessante Weise. In 2. Könige, Kapitel 19, lesen wir in Vers 35. 2. Könige 19, Vers 35. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Ein Engel tötete eine solche gewaltige Anzahl von Soldaten. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Ich möchte kurz auch den Parallelbericht in 2. Chronik Kapitel 32 vorlesen. 2. Chronik Kapitel 32 und Vers 21. Da heißt es nämlich, und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Und als er in seines Gottes Haus ging, da fällten ihn dort durchs Schwert seine Söhne, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren. Vers 22, so half der Herr dem Hiskia und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanneribs, des Königs von Assur, und aus der Hand aller anderen und gab ihnen Ruhe ringsumher. Wenn wir heute, egal in welchem Land wir wohnen, egal um welches Land es sich handelt, ein solches Vertrauen hätten zu Gott, wie dies damals Hiskia tat, dann bräuchten wir keine Kriege führen. Die Tatsache, dass wir heute Kriege führen, zeigt deutlich, dass wir kein Vertrauen in Gott haben. Dass wir meinen, wir müssten selbst die Dinge bewerkstelligen. Schauen Sie, ein Engel hat die Macht, eine ganze Armee auszulöschen, wenn wir nur das Vertrauen in Gott hätten, dass er es tun würde. Aber wir sind so weit von Gott entfernt. Wir haben uns so weit von der geistlichen Wahrheit der Bibel entfernt, dass es natürlich heute eine illusorische Idee ist, für die meisten Menschen überhaupt daran zu glauben, dass Gott dies tun könnte. Aber Gott hat dies auch in der Vergangenheit mehrfach getan. Im Alten Testament, 2. Buch Mose, Kapitel 12.
zweiten Buch Mose, Kapitel 12 und Vers 23, ein weiterer Bericht, als dass Gott damals durch einen Engel die Feinde Gottes schlug, die Feinde Israels, in diesem Falle die Ägypten. Die Ägypter in Ägypten. Zweiten Buch Mose, Kapitel 12 und in Vers 23. Der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen. Die Israeliten sollten ja Blut von einem Lamm an die Tür streichen. Das sollte symbolisch sein dafür, natürlich hindeuten auf das Blut Jesu Christi später, dass sie eben geschützt werden würden. Aber schauen Sie, es heißt, Gott wird an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Es heißt hier, den Verderber. Im Hebräer Kapitel 11 und Vers 28 wird wiederum auf diese Stelle hingewiesen und auch da übersetzt Luther Verderber. Aber die Mengebibel übersetzt Würgeengel oder Würgengel. Es ging hier in der Tat um einen Engel. Manchmal wird er der Todesengel genannt. Gott benutzte einen Engel, um die Ägypter zu schlagen und die Israeliten zu beschützen. Im ersten Buch Korinther, im 10. Kapitel, lesen wir auch im 10. Vers eine interessante weitere Stelle. 1. Korinther 10 und in Vers 10. 1. Korinther 10 und Vers 10. Murret auch nicht, sagt Paulus uns heute, wie einige von ihnen, den alten Israeliten, murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Es geht hier darum, dass wiederum ein Engel kam und Israeliten tötete, die gegen Gott und Mose murrten. Und das heißt hier, dies wurde oder widerfuhr ihnen als ein Vorbild, es wird aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also wir sollten nicht meinen, dass so etwas nicht wieder geschehen könnte, wenn wir uns auf die falschen Wege begeben. Wir hatten bereits schon von Sodom und Gomorra gehört. Und wir hatten bereits gelesen, dass Sodom und Gomorra durch Engel zerstört wurde. Die hatten den Lot gerettet, aber die hatten dann Sodom und Gomorra zerstört. 1. Buch Mose, Kapitel 19. 1. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 12 bis 13. Wir lesen, dass Gott Sodom und Gomorra zerstörte, aber schauen wir uns an, wie er dies tat. 1. Mose 19, die Verse 12 bis 13. Und die Männer, also diese Engelwesen, die hier Lot erschienen, die sprachen zu Lot: Hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter und wer dir sonst angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte, denn wir, diese Engel, werden diese Städte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, der hat uns gesandt, sie zu verderben. Nun, Gott verdarb sie, wie andere Stellen uns das sagen, aber er tat es eben durch diese Engel. Und so lesen wir auch von einer zukünftigen Zerstörung, einem zukünftigen Verderben für viele Menschen hier auf Erden noch bevor Christus zurückkommt. Es geht um die große Trübsal, es geht um den Tag des Herrn, wie er in der Offenbarung geschrieben steht. Es geht aber auch darum, dass viele in der wahren Kirche Gottes abfallen werden, wie es heißt. Sie werden sich einander verraten. Das heißt, weil die Gesetzesverachtung überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten, in vielen in der Kirche, denn es geht um die göttliche Liebe, von der hier die Rede ist. Und Christus warnt uns davor, dass wenn wir uns nicht wirklich bemühen, ihm zu folgen, dann wird er uns ausspeien aus seinem Munde. Wir lesen eine schreckliche Warnung im Buch Ezekiel, im 9. Kapitel. Ezekiel, Kapitel 9 und angefangen Vers 1. Ezekiel, Kapitel 9, angefangen Vers 1. Da heißt es, er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach, gekommen ist die Heimsuchung der Stadt. Es geht hier um die Stadt Jerusalem. Ein jeder habe sein Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, da kamen sechs Männer auf dem Wege vom oberen Tore her, das gegen Norden liegt, und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar.
Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause, und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, und sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Die wahren Christen, die nicht fassen können, wie schlimm diese Welt heute aussieht. Das ist dies eine Prophezeiung für die unmittelbare Zukunft. Zu den anderen Männern aber sprach er, so dass ich es hörte: Gehet ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Er schlagt alle, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Fangt aber an bei meiner Kirche. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen: Macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, dann geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Und als sie die erschlagen hatten, da war ich noch übrig. Und ich fiel vor mein Angesicht, da auf mein Angesicht schrie und sprach: Ach Herr, Herr, willst du denn den ganzen Rest Jakobs verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Und er sprach zu mir: Die Missetat des Hauses Israel und Juda. Schauen Sie, es geht hier um die Nachfahren des alten Hauses Israel und des alten Hauses Juda. Mit anderen Worten, heute geht es um die Juden, es geht um die Nachfahren, die sich in Amerika aufhalten, in England aufhalten, in den englischsprachigen Ländern wie Kanada, Neuseeland, Australien. Er sagt hier: Die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt, denn sie sprechen: Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Hand, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast. Eine Prophezeiung, wenn Gott seine Engel benutzen wird, um sein Volk, das es besser wissen müsste, zu bestrafen. Aber es geht nicht nur um die physischen Nachfahren des Hauses Israel und Judas, geht auch um seine Kirche, die ja auch das geistliche Israel darstellen. Und so lesen wir von der Laodicea-Kirche, wo Gott sagt: Wenn ihr nicht bereut, dann werde ich es ausspeien aus meinem Munde. Wir lesen aber auch in Offenbarung Kapitel 7 von einem Schutz, den Gott denen gewährt, und sogar den physischen Nachfahren des Hauses Israel, die sich zu ihm bekehren werden. In der Zukunft. Offenbarung Kapitel 7, angefangen Vers 1. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, und dann werden die alle aufgeführt. Es geht hier buchstäblich um 144.000 Israeliten, die noch in der Zukunft versiegelt werden, um vor dem Tag des Herrn bewahrt zu werden. Die müssen scheinbar durch die große Trübsal, werden aber scheinbar dann zur Bekehrung finden und vor dem Zorn Gottes, der am Tage des Herrn vielleicht ein Jahr lang dann erfolgen wird, bewahrt. Aber wir lesen auch wiederum, dass es hier Engel sind, die diesen Schutz bewirken werden. Und wir lesen viel über das Wirken der Engel im Buch der Offenbarung. Sie können dies in verschiedenen Stellen nachlesen: Offenbarung Kapitel 8 und Vers 5, Offenbarung 9, Vers 15, Kapitel 16 und Vers 3 und auch in Vers 8. Und sie lesen über die Macht der Engel, wie sie die Ungerechten bestrafen werden und mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln. Und das ist auch, wie ich sagte, ein Dienst an den Gerechten. Denn, wie ich ja sagte, die Gerechten sollen sich nicht rächen an ihren Feinden, aber das bedeutet nicht, dass Gott sich der Feinde nicht annehmen wird. Und so kommen wir zum sechsten Dienst, den die Engel an denen verrichten, die zum Heil berufen sind. Und das ist vielleicht auch zunächst einmal
Eine sehr sonderbare Aussage. Dieser Dienst besteht nämlich darin, uns, diejenigen, die berufen sind zum Heil, zu bestrafen, wenn wir sündigen. Denken wir darüber nach. Gott benutzt seine Engel, um uns zu bestrafen, wenn wir sündigen, weil er eben will, dass wir von der Sünde lassen, dass wir wiederum zur Reue finden und dass wir weiter uns fortbewegen auf das Reich Gottes zu. Im Hebräerbrief wird davon gesprochen, dass Gott uns züchtigen muss, wenn wir sündigen, weil er uns ja als seine Kinder annehmen will. Jesus Christus sagt, ich strafe alle, die ich lieb habe. Wir alle sündigen. Aber Gott will, dass wir uns darüber bewusst werden, dass Sünde uns von Gott trennt und dass wir eben die Sünde ablassen müssen. Im Psalm 103 lesen wir zum Beispiel, dass Gottes Engel den Willen Gottes ausüben. Sie können sich das später anschauen in Versen 20 und 21. Und zu dem Willen Gottes gehört es eben auch, dass wir bestraft werden müssen, wenn wir sündigen, damit wir uns von der Sünde entfernen. Im zweiten Mose oder im zweiten Buch Samuel, Kapitel 24, finden wir eine interessante Stelle, eine auch wiederum sehr tragische Stelle. Denn hier lesen wir von einer Sünde, die David beging, die er nicht hätte begehen sollen. Und ich spreche hier nicht von dem Ehebruch, den David betrieb mit Bathsheba, das weiß wohl jeder. Nein, es geht hier um eine andere Sünde. Eine Sünde, die wir uns heute hinter die Ohren schreiben sollten. Aber vielfach wird diese Sünde total ignoriert und laufend von unseren Regierenden und den Regierten aller Länder begangen. Es geht um Kriegführung. In 2. Samuel Kapitel 24 lesen wir nämlich darum und davon, dass David seine Armee zählte, scheinbar um in den Krieg zu ziehen oder zu sehen, wie stark er war, dass wenn er angegriffen werden würde, dann könnte er sich gegen seine Angreifer verteidigen. Und Gott war ausgesprochen erbost darüber, denn er hatte ihm ja bereits gesagt, du kannst den Tempel nicht bauen, du bist ein Mann des Krieges, du hast Blut vergossen. David wurde ganz klar und deutlich von Gott gesagt, dass es falsch war, einen Krieg zu ziehen. Und hier gleichwohl zu Ende seines Lebens begeht er wiederum diese Sünde. Und Gott ist so erbost darüber, dass er einen Engel schickt und viele der Israeliten tötet. Die Israeliten waren nämlich mitschuldig. Die waren auch dazu bereit, in den Krieg zu ziehen. Aber hauptschuldig war natürlich David, der als Führer es hätte anders und besser wissen müssen. Und so lesen wir in 2. Samuel 24 und Vers 15. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, von morgen an bis zur bestimmten Zeit, sodass von dem Volk starben von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Also diese Pest, die löschte 70.000 Mann aus. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, es war der Engel, der diese Pest brachte, um es zu verderben, da reute den Herrn das Übel und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk, der Verderber, von dem wir ja schon gesprochen hatten. Es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Als aber David den Engel sah, also irgendwie hatte sich der Engel ihm gegenüber manifestiert, oder er hatte dies in einer Vision jetzt erkannt, der das Volk schlug, da sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt. Ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan, dass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sei? Nun, die Schafe waren genauso schuldig wie er, aber er war natürlich verantwortlich. Und so hat er natürlich die ganze Schuld auf sich genommen, weil er erkannte, wie sehr und wie stark er gesündigt hat durch diese Zählung der Armee. Wenn das heute unsere Regierenden erkennen würden, wie anders könnte die Welt heute aussehen? Schauen wir uns den Parallelbericht im 1. Chronik Kapitel 21 an. 1. Chronik Kapitel 21. Und was für eine Schande ist es doch, dass jene, die sich Christen nennen, nichts dabei finden, in den Krieg zu ziehen, andere unschuldige Menschen, Zivilisten eingenommen zu töten. Was für eine Schande, was für ein Verbrechen an dem Wort Gottes. 1. Chronik Kapitel 21 und Vers 16.
Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem. Und da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott, bin ich es nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin es doch, der gesündigt hat und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Hause sein und nicht gegen dein Volk, es zu plagen. Schauen wir uns nun Vers 27 an. Und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Vers 30. David aber konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu befragen. So erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn. Wir hatten ja von den Cherubim bereits gelesen, die mit dem flammenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Engel werden vielfach als Soldaten beschrieben, als Kämpfer, die flammende Schwerter haben. Schauen wir uns eine Stelle in 4. Buch Mose Kapitel 22 an. 4. Buch Mose Kapitel 22. Schauen Sie, wir brauchen keine Kriege zu führen, wir Menschen, wenn die Engel auf unserer Seite stehen, die machen das viel besser als wir. 4. Mose Kapitel 22 und Vers 23. Es geht um diesen falschen Propheten, der auszog, um aufgrund von Geld und Gold Prophezeiungen auszusagen. Aber die Eselin, die wollte nicht weiterziehen. Und dann hat dieser Bileam oder Baleam diese Eselin geschlagen. Aber jetzt heißt es hier in Vers 23, und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Also irgendwie hat sich der Engel dieser Eselin gegenüber manifestiert. Und als ein Wesen mit einem Schwert in seiner Hand. Und so hat die Eselin dann aufgehört, weiter in diese Richtung zu gehen. Wir hatten ja bereits gesehen, dass Christus gesagt hat, wenn es meines Vaters Wille wäre, ich könnte um 12 Legionen von Engeln bitten. Die würden verhindern, dass ich verhaftet würde. Legion, natürlich ein militärischer Ausdruck, der auch wiederum hier andeutet, dass es sich um kämpfende Engel handelt, um Soldaten sozusagen im geistlichen Sinne. Im Buch Josua lesen wir im 5. Kapitel eine interessante Stelle, wo sich Jesus Christus selbst dem Josua gegenüber offenbart, und zwar unmittelbar bevor dann Josua ins gelobte Land gehen würde. Aber schauen wir uns einmal an, wie dies geschieht. Josua Kapitel 5 und angefangen Vers 13. Josua Kapitel 5 und angefangen Vers 13. Es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst, oder wie die Mengebibel übersetzt hier, der Oberste. Ich bin der Fürst oder der Oberste über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Und er fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst oder der Oberste über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Dieser Oberste über das Heer des Herrn war kein anderer als Jesus Christus. Denn er hatte sich Josua gegenüber gezeigt. Wir wissen, dass Gott, der Vater, sich niemals im Alten Testament den Menschen gegenüber gezeigt hat. Wir sehen aber auch, dass Josua ihn anbetete. Und wir haben bereits gelesen, dass kein Engel der Anbetung würdig ist. Und Josua hätte das sicherlich nicht getan, wenn er gewusst hätte, dass dies ein Engel war. Er erkannte, dass es sich hierbei um Jesus Christus handelte, den Obersten über das Heer des Herrn. Der oberste Heerführer sozusagen. Und so lesen wir auch, heute zum Abschluss, dass Jesus Christus zurückkommen wird, um gegen seine Feinde zu kämpfen. Und er wird es tun mit seinen Engeln. Er, der Oberste oder der Fürst über das Heer des Herrn, wird mit seinen Engeln kämpfen gegen die, die ihm widerstehen werden. Offenbarung Kapitel 19.
und in Vers 19. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 19. Und ich sah das Tier, also dieses falsche Wesen, diese Persönlichkeit, diese charismatische, militärische Führerpersönlichkeit, die noch entstehen wird oder sich manifestieren wird in Europa. Ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß, Jesus Christus, der auf einem weißen Pferd zurückkommt, und mit seinem Heer, das Heer der Engel, das ihm ja folgen wird. Und natürlich werden sie keinerlei Möglichkeit haben, diesen Krieg mit Christus und den Engeln zu gewinnen. Also Christus wird mit seinem himmlischen Heer zurückkommen, um der Welt Frieden zu bringen. Es heißt ja in der Bibel, er kommt, um Kriege abzuschaffen. Und wenn er dann auf Erden herrschen wird, so heißt es, dass die Menschen nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Aber zunächst einmal wollen sie sogar gegen Christus kämpfen, weil sie verführt sind. Weil sie so verführt sind, dass sie vielleicht meinen, Christus sei der sogenannte Antichrist. Verführt von einer Kirche, die all die falschen Lehren verbreitet, die mit dem, was in der Bibel steht, keineswegs im Einklang stehen. Und so gibt es noch einen letzten Punkt, einen siebten Punkt, den ich aber in der Zukunft erst behandeln möchte. Denn ein Dienst der Engel, an denen die das Heil heute erlangen sollen, besteht darin, gegen Satan und seine Dämonen zu kämpfen. Ja, in der Tat, es gibt Satan, in der Tat gibt es Dämonen, und die sind sehr kraftvoll, sehr mächtig, weitaus mächtiger als wir Menschen. Aber Gott hat seine Engel dazu auch ausersehen, gegen Satan und seine Dämonen zu kämpfen, damit die uns keinen Schaden zufügen können. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, und darauf möchte ich dann in der Zukunft eingehen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.